Israels Armee entdeckt nach eigenen Angaben den bislang größten Angriffstunnel der Hamas. Nach Angriffen auf Handelsschiffe, immer mehr Großreedereien meiden das Rote Meer. Vorgezogene Parlamentswahl in Serbien. Rechtspopulistische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vučić holt absolute Mehrheit. Die israelischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge den bislang größten Angriffstunnel der Hamas in der Nähe eines Grenzübergangs im nördlichen Gazastreifen entdeckt. Verteidigungsminister Yoav Gallant inspizierte den Tunnel, dessen Eingang nur wenige Gehminuten vom Grenzübergang Erez und einer israelischen Militärbasis entfernt liegt. Israel hat während seiner Bodenoffensive versucht, das Tunnelnetz der Hamas unter Gaza zu zerstören, um sicherzustellen, dass es keine Bedrohung mehr darstellt. In Schefayim nahmen mehrere hundert Menschen an der Beisetzung einer der drei von der israelischen Armee erschossenen Gaza-Geiseln teil. Israels Generalstabschef Generalleutnant Herzi Halevi übernahm derweil die Verantwortung für die versehentliche Tötung der drei. Die französische Außenministerin Catherine Colonna traf in Israel den palästinensischen Ministerpräsidenten Mohamed Shtayyeh. Sie forderte einen sofortigen Waffenstillstand, der darauf abzielte, mehr Geiseln freizulassen und größere Mengen Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Die Versorgungslage im Gazastreifen wird jeden Tag schlechter. Hier fehlt es an allem, besonders aber an Trinkwasser. Die örtlichen Behörden unter der Kontrolle der radikal-islamischen Hamas gaben zuletzt an, die Vorräte seien fast aufgebraucht. Einige Menschen sind dazu übergegangen, mehr Wasser zu trinken. Die seit dem 7. Oktober andauernde Offensive der israelischen Streitkräfte nach dem Überfall der Hamas hat die medizinische Infrastruktur zerstört, ebenso die meisten Süßwasserquellen. Heftige Regenfälle haben zuletzt zu Überschwemmungen geführt, was die Lage der Menschen noch verschärft hat. Laut UNICEF brauchen vor allem die Kinder im Gazastreifen dringend Nahrung, Medikamente, Decken und warme Kleidung. Immer mehr große Reedereien haben beschlossen, das Rote Meer und das Gebiet der Meerenge Bab el-Mandeb zu meiden. Am Wochenende setzten die weltgrößte Containerreederei MSC und die französische CMA CGM Transporter auf dieser Route aus. Die schlossen sich den Schifffahrtsgiganten Maersk und Hapag-Lloyd an. In den vergangenen Tagen hatten Houthi-Rebellen aus dem Jemen eine Reihe von westlichen Schiffen in der Region angegriffen. Französische, britische und US-amerikanische Kriegsschiffe meldeten Kampfeinsätze, um Feuer von jemenitischer Seite abzufangen. Die USA verwiesen darauf, dass der Iran die Houthi unterstützt. Er müsse daher Schritte unternehmen, um diese Angriffe zu stoppen. Die Vereinigten Staaten erklärten ihre Absicht, mit dieser Bedrohung umzugehen. Medien zufolge soll in der kommenden Woche eine internationale militärische Operation zum Schutz der Schifffahrtsstraße angekündigt werden. Die Ukraine hat weitere Drohnenangriffswellen aus Russland gemeldet. Medienberichten zufolge waren Explosionen in der Nähe der Städte Odessa und Kropivnitski zu hören. Da beide Seiten davon ausgehen, dass der Gegner den Einsatz von Kamikaze-Drohnen deutlich steigern wird, sucht die Ukraine nach einem Weg zu einem wirksameren Schutz gegen Drohnen. In Kiew patrouilliert ein Flugabwehrboot auf dem Fluss Dnipro, der eine klarere Sicht als in der Stadt bietet und, was noch wichtiger ist, einen Positionswechsel viel schneller ermöglicht, als es an Land der Fall wäre. Estland will seine Systeme zum Schutz vor Drohnen auf Grundlage der Erfahrungen der Ukraine aufbauen. In seiner täglichen Videoansprache versprach der ukrainische Präsident Zelensky eine weitere Stärkung der Luftverteidigung. Uber-Fahrer oder Deliveroo-Lieferanten. Sind sie freiberuflich tätig oder sind sie Angestellte dieser Unternehmen? Auf EU-Ebene wurde eine Vereinbarung zur Regulierung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Plattformarbeitern getroffen.
Sie legt die Kriterien fest, nach denen sie als Arbeitnehmer gelten. Non ci possono essere falsi lavoratori autonomi in giro tra i rider, tra categorie di lavoro che sono tra le più sfruttate, tra le meno pagate, tra le più precarie. O sei un lavoratore autonomo vero, o sei un lavoratore dipendente e ti meriti quelle tutele sociali. In der Vereinbarung sind 5 Indikatoren festgelegt. Wenn 2 davon erfüllt sind, werden die Plattformarbeiter zu Arbeitnehmern und kommen in den Genuss sozialer Rechte, einschließlich bezahlten Urlaubs. Zu den Indikatoren gehören etwa die Festsetzung von Obergrenzen für die Höhe des Arbeitsentgelts und die Überwachung ihrer Leistung, auch über eine App. Für einige Abgeordnete war der Umgang mit den Plattformen eine der Hauptschwierigkeiten. Les lobbies des plateformes, ils ont réussi à trouver des alliés au sein du Parlement, mais surtout au sein du Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les États membres. Et donc, jusqu'au dernier moment, ils ont tout fait pour détricoter, pour saboter la directive. On est passé à 2 doigts, vous savez, d'avoir une directive qui ne soit pas favorable pour les travailleurs, mais qui soit une directive favorable pour les plateformes, qui soit une directive pro-Uber. Vertreter der Plattformen haben auf die Bitte von Euronews um einen Kommentar nicht geantwortet. Nach Angaben des Europäischen Parlaments werden derzeit etwa 5,5 Millionen Arbeitnehmer fälschlicherweise als freiberuflich eingestuft. Der neue Text wird auch die Algorithmen transparenter machen. Angel Vilches hat seinen alten Job während der Corona-Pandemie aufgegeben und ist Schornsteinfeger geworden. Seitdem hat sein Unternehmen gut zu tun. Ahora mismo cuando llega el frío es un pico brutal de teléfonos, de llamadas brutales. A duras penas damos abasto. Das alte Gewerbe ist wieder voll im Kommen. Queda aquella reminiscencia del pasado, de aquella famosa película de Mary Poppins, en el que el desollinador es alguien que se sube a lo alto de un tejado y mete algo desde arriba. Eso ya no existe a día de hoy. Noch vor 20 Jahren gab es in Spanien nur ein Dutzend Unternehmen in diesem Sektor. Heute sind es fast 200, von denen etwa 50 in den letzten 4 Jahren gegründet wurden. Y posterior la guerra de Ucrania se ha intensificado muchísimo el uso de los biocombustibles y aunque la chimenea era algo que a la gente le gustaba, ahora lo está utilizando cada vez más como un medio de calentar su casa de una manera económica. Schätzungsweise bis zu 1000 Schornsteinfeger gibt es in Spanien. Viele von ihnen sind allerdings nicht zertifiziert. Das Geschäft mit Biomassekesseln, Kaminen und Pelletheizungen ist seit der Pandemie um mehr als 30% gewachsen. Chimeneas se ha disparado no solo por el encarecimiento de la energía, sino también por un cambio hacia estilos de vida más sostenibles. Sie sind nicht nur dekorativ. Mit Kaminen können die Verbraucher auch auf fossile Brennstoffe verzichten. La gente también está más concienciada con lo que es el medio ambiente y no consumir combustibles fósiles y se pasa más pues a la electricidad pura o paneles solares o lo que es la biomasa. Schornsteinfeger und Schornsteine sind wieder da. Denn nichts spendet mehr Wärme als ein gutes Feuer. Entlang der Ostküste Englands verschwinden Häuser. Die unerbittliche Kraft des Meeres verursacht eine rasante Küstenerosion und das in einem immer schnelleren Tempo. It was like 2 or 3 roads. You'd have to go up and down the dunes 2 or 3 times to actually get to the sea from here. And there's that amount that's gone. And now we're just a few meters away. Yeah. Zunehmende Sturmfluten, verstärkt durch immer unberechenbarere Wetterlagen, verwüsten die sandigen Klippen entlang dieses Küstenabschnitts. Meterweise stürzte unlängst Land ins Meer. Die Gemeindeverwaltung will nun die verlassenen Häuser abreißen, die am nächsten an den Klippen dieses vom Meer verwüsteten Dorfes stehen. This is somebody's driveway, and until very recently, it led to a road that connected to homes along this beachfront. But now that road is on the beach. These homes are just meters away from the same fate. Local people say coastal erosion is speeding up rapidly. It is climate change itself. That's what's going to tear not only this nation apart, but many others. And those that are able to survive it will be those that have organized for it now.
Kommunalverwaltungen und Nationen müssen sich auf die kommenden Herausforderungen einstellen. Over time, those storms will be more extreme, in line with the changes that we expect with climate change. So we need to be prepared for that, and we need to understand how to prepare communities in the long run to be able to be resilient and withstand those kind of events. Küstengemeinden in ganz Europa sehen einer ungewissen Zukunft entgegen, da der Klimawandel die Erosion beschleunigt. Nur noch eine Woche bis Weihnachten. In seinem offiziellen Zuhause in Rovaniemi, der Hauptstadt der finnischen Region Lappland am Polarkreis, bereitet sich der Weihnachtsmann auf seinen großen Tag vor. Immer noch in seiner Hauskleidung empfängt er Besucher und schreibt ihre Wünsche nieder, während Elfen Briefe sortieren und Geschenke einpacken. Besucher können den Weihnachtsmann im Santa Claus Village, einem Themenpark, persönlich treffen. Gut eine halbe Million Menschen machen von dem Angebot jährlich Gebrauch.